lymphatischer Leukämie, nämlich um den Einsatz der allogenen Stammzelltransplantation als eine zusätzliche konsolidierende Therapiemaßnahme nach Chemotherapie. Herr Röllig. Vielen Dank für die Einführung. Ich darf den Ball, den Herr Dr. Reichert gerade gespielt hat, nochmal aufgreifen. Ich habe versucht, bei den zwei Dias zu bleiben und habe gleich die Startfolie mit dem Thema weggelassen, weil ich davon ausging, dass Sie sie in Ihren Unterlagen haben. In dem Beitrag, den ich die Ehre habe, hier vorzustellen, auf dem Kongress geht es um eine Therapieverbesserung für Patienten mit akuter myeloischer Leukämie, eine Form der akuten Leukämie, in der wir immer noch einen Großteil der Patienten leider nicht heilen können. Und um den Inhalt dieser Arbeit zu verstehen, muss man sich vor Augen führen, wie die Standardtherapie dieser Patienten aussieht. Nach der Diagnose der AML folgt zunächst eine sogenannte Induktionschemotherapie, die dazu dient, die Zahl der Leukämiezellen auf ein Minimum zu reduzieren. Um zu verhindern, dass die Patienten dann später einen Rückfall dieser Erkrankung erleiden, durch übrig gebliebene Restleukämiezellen schließt sich eine nachfolgende Therapie an, die man als Konsolidierungstherapie bezeichnet. Und es gibt zwei Optionen prinzipiell, die wir für diese sogenannte Konsolidierungschemotherapie zur Verfügung haben. Entweder die Fortführung einer herkömmlichen Chemotherapie mit verschiedenen Substanzen oder einer Hauptsubstanz oder eine Transplantation von einem fremden Spender, Geschwister oder einem fremden Spender aus einer Datei. Beide Verfahren haben ihre Vor- und Nachteile und deswegen ist immer die Gretchenfrage, welche dieser beiden Konsolidierungsoptionen biete ich dem Patienten am besten an. Und die aktuelle Vorgehensweise ist die, dass man nach der genetischen Ausstattung der Leukämiezellen, die man mittlerweile ganz gut analysieren kann, festlegt, welche dieser beiden Optionen man wählt. Das heißt, wenn jemand nach der genetischen Ausstattung ein hohes Rückfallrisiko hat, würde ich eher in die Transplantationsrichtung mit der Therapie gehen. Und wenn das Risiko eines Rückfalls niedriger ist, würde man eine Konsolidierung mit einer Chemotherapie wählen. Die Gruppe von Patienten, die wir nun analysiert haben, hat eine genetische Veränderung, die seit ein paar Jahren bekannt ist und die relativ viele der AML-Patienten betrifft, die sogenannte Mutation des Nucleophosmin-1-Gens. Und die Frage ist, wenn man sich alte Analysen anschaut, retrospektive, dann sieht es so aus, als wenn diese Patientengruppe eher eine günstige Prognose hat. Und wir wollten jetzt herausfinden, in einer großen Analyse aus einem Patientengut von etwa 1200 Patienten, einer Therapieoptimierungsstudie, wie das jetzt ist sozusagen, welche die optimale Konsolidierungstherapie für diese Patienten ist. Und was wir dabei gemacht haben, ist, wir haben verglichen die Patientengruppe, die die Möglichkeit hatte, eine Fremdspendertransplantation von einem Geschwister zu bekommen, mit der Patientengruppe, die nicht diese Möglichkeit hatte. Und wir haben uns angeschaut, wie sieht das rezidivfreie Überleben bei diesen Patienten aus. Und das ist eigentlich das Hauptergebnis der Arbeit, die ich dann am Montag noch ein bisschen ausführlicher präsentieren darf. Wenn wir uns anschauen, wenn wir uns das sogenannte rezidivfreie Überleben anschauen, sehen wir, dass Patienten, die die Möglichkeit hatten, eine Transplantation von einem Geschwisterspender zu bekommen, eine deutlich längere Zeit rezidivfrei leben und dass auch bei ungefähr 70% ein Plateau nach relativ kurzer Zeit eintritt, nämlich nach etwa einem Jahr, während wir in der anderen Gruppe von Patienten auch ein Plateau ähnlicher Form jetzt hier haben, aber dieses Plateau ist bei einer niedrigeren Prozentzahl. Und in der Zusammenfassung dieser Ergebnisse schlussfolgern wir, dass auch für diese Patienten, die bislang eher als günstig Risikopatienten galten, diese allogene Transplantation eine veritable bzw. eine wichtige Konsolidierungsoption ist.